Nächster Part und heute werden wir uns dem letzten Top 4 Mitglied mit dem kämpfen. Genau. Ich wollte irgendwas sagen, aber mir ist entfallen, wie die Redewendung war. Und das sieht mir eigentlich stark nach Wasser aus. Drake and Dragon. Ja, okay, hätte ich mir denken können. Ist ja eigentlich immer so. Und das wird richtig heftig. Das wird echt heftig. Oh je. Zuerst die Spikes auslegen. Ganz klar. Und was ist denn das für ein Pokémon? Das kenne ich gar nicht. Okay. War jetzt nicht unbedingt so schlimm. Ich werde einfach mal mit Flug versuchen. Ja, naja. Zieht jetzt nicht wirklich viel ab. Moment mal, wenn er Rock Tomb kann, ist dann vielleicht... Drache ist auch nicht sehr effektiv. Ja, das ist gut, weil Panzer Aeron ist einfach so ein Typ, der... der kann zwar nicht viel ausrichten, aber er steckt viel ein. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man sowas im Team hat, weil den kann ich immer einwechseln, wenn ich jemanden aufheilen will oder so. Und er macht ja auch konstant Schaden, auch wenn nicht viel. Aber das ist echt eine gute Sache mit dem. Stahlflügel. Reicht, juhu. Nein, kein Dragon, kein Dragon-Up. Was zur Hölle, kein Level-Up. So, Swampert sollte reinkommen und jetzt mal mit Eisstrahl raufhauen. Dragon Breath, wie viel zockt das? Okay, es geht. Und vor allem, was ein Volltreffer. Also eigentlich noch weniger und das ist vierfach effektiv, glaube ich. Auf, wie heißt das nochmal? Libeldra. Eltaria, was war das nochmal? Ah, okay. Dragon Breath sollte nicht allzu viel zocken, ja, das kennen wir ja schon. Und das zieht, oh, das zieht gut ab. Jetzt müsste sie eigentlich, ja genau, eine Top-Genesung einsetzen, aber ob ihr das was bringen wird, Ich glaube aber schon, weil wir jetzt langsamer sein werden. Oh, verdammt. Ja, eben, genau. Aber Eisstrahl könnte es unter Umständen richten. Ich wette, ein Strich bleibt übrig. Ja. Woher habe ich es nur gewusst? Und bitte, bei mir aber auch. Danke. Bam, Junge. Oder war es weiblich oder männlich? Ich habe es nicht mehr gesehen. Nochmal Fliegen. Okay. Wisst ihr was? Komm mal rein, Roselia. Du bist jetzt hier. Diesmal übernimmst du die Opferrolle. Und ich heile hier mal Swampert ganz kurz auf. Denn Libeldra sollte der wieder ganz gut down bekommen. Oder ich könnte auch einfach mal versuchen, mit Roselia so ein bisschen was abzuziehen. Mein Probieren geht über Studieren, wie man so schön sagt. Und zwar mit Gigasauger. Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen Fail und das kann fliegen. Das hätte ich mir auch denken können. Und das wird mir jetzt richtig viel abziehen. Oder auch nicht, weil es daneben geht. Juhu. Sollte normal effektiv sein. Ja, genau. Ja, ist doch gar nicht so schlecht. Also, bin zufrieden mit dir. Jetzt noch Toxin. Au. Und paralysiert, verdammt. Aber Toxin hat getroffen, das ist schön. Und jetzt ist es richtig stark vergiftet. Haha. Yeah. Bam. Also jetzt hat es noch nicht so viel abgezogen, aber das wird noch mehr abziehen. Keine Sorge. Und zum Glück greift die Paralyse jetzt, weil jetzt ist es vollkommen egal. Ich werde zwar down gehen, aber du hast eine gute Arbeit geleistet, Roselia. Ich könnte im Prinzip jetzt auch Kadabra die EP gönnen, oder? Ah, scheiße. Ich hatte einen kleinen Denkfehler. Ich wollte eigentlich Shockwave einsetzen, aber das geht natürlich nicht, weil das ein Boden-Pokémon auch ist. Oder ist das... Nee, Entschuldigung. Ist Drache, Flug. Tut mir leid. Ich wechsle mal nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das ist. Oh, okay. Sag mir nix. Psychokinese. Einfach mal draufhauen. Wird schon einiges zocken. Ja, doch. Oh, verdammt. Das tut weh. Zu arg weh. Aber mit Swampert und Eisstrahl sollten wir es jetzt eigentlich rocken. Na okay, wenn er noch eine Beere hat, wird's schon knapp.
Oh, Drachenklaue. Ist eigentlich eine ganz gute Attacke. Geht aber. Hält sich in Grenzen mit dem Schaden und wir haben's. Wuhuhu. Yeah, ging schneller als erwartet. Und besser als erwartet. Ich glaube, die meisten Probleme hatten wir tatsächlich mit dem dritten Trainer. You deserve every credit for coming this far as a trainer of Pokémon. You do seem to know what is needed. Yes, what a trainer needs. Touch the herd of trainers and learn God. Ich will eigentlich von dem jetzt nur wissen, ob da noch ein Trainer kommt. Der touch trainers and go strong. Go onwards. The champion is waiting. Ah, okay. Ich muss doch noch gegen jemanden kämpfen. Gut. Hypertrank auf Panzer Aeron. Und auf Swampert. Und ein Beleber noch. Bam. Und hierauf noch einen. Und dann noch Hypertränke. Die gehen uns langsam aus, aber wir haben ja noch Top-Genesung. Und ich glaube auch noch einen Top-Trank. So, Elixier. Restores the of all moves by 10. Das gebe ich einfach mal ihm hier. So. Und ich denke, das reicht auch. Wen haben wir vorne? Panzer Aeron. Okay, das ist gut. Wegen Spikes und so. Ihr wisst das. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der Champion hier ist. Ach, das ist der! Den kennen wir doch. Welcome, Patrick. I was looking forward to seeing you here one day. Ja, ich weiß. Der hat schon immer gewusst, dass er uns hier irgendwann mal sehen wird. Weil wir einfach so gut waren. Oder so gut sind. Immer noch. Waren wäre nicht so cool. Und oh! Er hat auch Panzer Aeron, bloß 6 Level höher. Verdammt. Aber Spikes. Oh, okay, das wird mir eh nicht viel abziehen. Aber ich habe natürlich auch nichts sehr Effektives. Also würde das nicht so viel bringen. Kamerupt, komm du mal hier rein. Ich hoffe, der macht jetzt nicht nochmal Stahlflügel. Macht er wahrscheinlich sowieso. Nein, macht er nicht. Okay. Und Eruption. Oh, scheiße, Toxin. Das ist jetzt echt doof. Der scheint auch ganz gut zu taktieren, wie ich das hier so mitbekomme. Also bisher stellt er sich gut an. Bam, Junge. Wow, wow, wow. Jawohl, Ski. Level up. Aggron. Weiß ich nicht, was es ist. Swampert einfach mal rein. Der ist die Lösung für alles. Oder so. Oh, alter Vater. Aber wir waren sogar richtig. Da können wir mit Surfer abziehen. Kachu. Und down. Jawohl. Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht. Tatsächlich, aber... hast gut gemacht. Weiß ich auch nicht, was es ist. okay. Ich werde einfach mal Eisstrahl einsetzen. Das sieht mir nach einem Pflanzen-Pokémon aus. Ja, ist auch sehr effektiv, aber zieht trotzdem nicht allzu viel ab. Und scheiße. Vierfach Schwäche. That's not good. Ja, okay. Okay, okay. Crobat, du darfst auch mal irgendwas machen, weil der hat bisher noch am wenigsten geleistet, glaube ich. Und warum Shadow Ball? Ich bin so dumm. Meine Fresse, das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich noch runter. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das Teil haut rein. Muss ich schon so sagen. Na gut, nächster Versuch. Panzer Aeron, Aerial Ace, hau rein. Lol. Okay, warum war dann Eisstrahl sehr effektiv? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Und, hä? Ach, ist das ein Boden-Pokémon? Das könnte sein. Ja, okay, das war klar, dass jetzt eine Top-Genesung kommt. Bitte, Panzer Aeron, widerstehe der doofen Verwirrung. Danke. Trifft aber trotzdem nicht. Okay. Roselia, komm mal ganz kurz rein. Ich würde ganz gerne... Ja, ich weiß nicht, was ich ganz gerne würde, ne? Full Heal auf Kamerupt erstmal. Oh. Ja, gut, gut. Gut, dass du es wegsteckst. Kriegst eine Hypertrank dafür.
Nochmal. Ja, das ist jetzt aber nicht so schlimm, da wir ja auch Gift sind. Okay, ist doch schlimm. Ja, ist eigentlich eine Verschwendung gewesen gerade, aber Kamerup kriegt den jetzt einfach mal. Ja, was ist jetzt los? Ich tue mal Kamerup rein. Sludgebomb ist nicht gut, vor allem wenn ich... Okay, ist doch... Nein! Warum? Das war jetzt unnötig. Fireblast, komm. Bitte, hau einfach voll rein. Ja. Und es war noch ein Critical Hit. Metagross. Ich werde auswechseln und zwar zu Kadabra. Ich weiß jetzt nicht, was Metagross nochmal war, aber ich glaube, das war ein starkes Viech. Oh, das war das Teil. Okay, wisst ihr was? Wo ist Top-Genesung? Wo ist Top-Genesung? Wo ist Top-Genesung? Hier ist Top-Genesung. Bam. Ja, du steckst das bitte weg. Tut er aber nicht. Das habe ich mir aber schon fast gedacht. Kamerup rein. Ist das jetzt Stahl oder ist es Boden? Oder ist es beides? Ich werde jetzt Erdbeben einsetzen. Verdammt, tut er auch. Und das ist sehr effektiv, oder? Ja, scheiße. Fuck. Okay. Jetzt sieht es übel aus. Zuerst mal Hypertrank auf Roselia, damit das nicht ganz so schlimm aussieht hier. Bitte hau, steck das einfach weg mal. Ja, gut. Dann, ich werde jetzt das ganze Team aufheilen. Tut mir leid, das dauert jetzt ein bisschen, aber es muss sein. Psychokinese, überlebst du nochmal? Oh Gott, aber wie knapp. Hypertrank sofort auf ihn. Und jetzt hält er wieder ein paar Runden durch, hoffentlich. Er kann anscheinend nur mit Psychokinese angreifen. Wahrscheinlich hat er ansonsten nur Bodenattacken. Das ist gut, weil dann kann ich so lange hier ganz in Ruhe alle aufheilen. Oder, naja, ganz in Ruhe ist relativ. So, Hypertrank nochmal auf dich. Das ist jetzt so ein bisschen hin und her, das tut mir leid, aber es muss sein. So, Beleber. Kamerup. Ich weiß auch nicht, was er noch für Pokémon hat, da kommen ja noch welche. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht mehr so viel abgezogen. Ich gehe aber trotzdem nicht das Risiko ein, dass er jetzt drauf geht. Also, Hypertrank. Irgendwie zieht das manchmal mehr und manchmal weniger ab. Jetzt war es zum Beispiel mehr, glaube ich. Hypertrank, Kamerup. Die gehen uns jetzt wirklich aus. Nochmal Psychokinese. Oh Gott. Okay, letzter Hypertrank. Jetzt haben wir nur noch Top-Genesung, aber das ist ja nicht schlimm. Und, okay. Meteor Slash tut nicht weh. Beleber auf ihn hier noch. Ich weiß ja nicht, was für Pokémon kommen, deswegen heile ich jetzt einfach alle auf. Dann bin ich gegen alles gewappnet. So, Max Potion haben wir nur eine. Kann ich jetzt auch verbraten. Ist ja jetzt hier so sozusagen schon das Finale. Oh, warum zieht das jetzt so viel ab? Moment mal ganz kurz. Beleber. Hier. Noch auf Kadabra. So, jetzt wird Panzer Aeron vielleicht down gehen oder auch nicht, weil er Meteor Slash einsetzt. Aber jetzt hast du genug geleistet, ganz ehrlich. Und jetzt kommt Swampert rein. Und wird mit Surfer hoffentlich hier die Bude rocken. Hyperstrahl. Oh Mann. Das wird jetzt abziehen. Oh, wie knapp war das denn bitte? Full Restore. Sofort drauf. Alter. Warum macht er auch einen Volltreffer? Ja, der muss sich jetzt aufladen. Das ist gut. Meteor Slash sollte nicht allzu viel zocken, hoffentlich. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass Surfer jetzt viel abziehen wird. Okay, so viel dazu. Eisstrahl vielleicht? Oh, Erdbeben ist nicht gut, ist nicht gut. Geht. Oh Mann. Ja, er ist eingefroren. Aber er hat eine Beere. Verdammt. Dann werde ich jetzt Surfer einsetzen können.
Okay, ich gehe das Risiko. Oh, Moment. Er ist noch nicht wieder aufgetaut. Full Restore, okay. Okay. Na gut, na gut. Wenn du meinst. So. Werde ich jetzt auch nochmal einsetzen. Ich weiß, ist ein bisschen langweilig zum Zuschauen jetzt, aber ich möchte das doch ganz gerne jetzt noch schaffen und nicht alle Trainer nochmal machen müssen. Surfer. Ah, scheiße, er ist nochmal dran. Und Erdbeben. Oh, fuck, 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 fuck. Nein. Das war doch jetzt doof von dir, ganz ehrlich. Komm mal, Rupt. Komm mal rein. Oh, scheiße, Erdbeben ist da ja auch sehr effektiv. Komm schon, alles auf eine Karte. Nein. Es hätte ja sein können, dass er schneller ist. Roselia, kannst du irgendwas reißen? Petal Dance oder so. Ich weiß es nicht. Stahlbogen. Willst du mich verarschen? Jetzt auf einmal zieht er so mega viel ab. Okay. Bitte, darf der nicht angreifen? Danke. Na gut, wieder alle aufheilen. Meteor Slash ist mir Wumpe oder auch nicht. Kann das sein, dass das immer stärker wird nach einer Weile? Weil vorher hat er das doch viel weniger gezockt. Okay, ich glaube, ich mache hier gerade einen mega fetten Fehler. Scheiße. Ja, geht daneben, geht daneben, geht daneben, hui. Stahlflügel, komm, bitte. Bitte, hau. Na, fuck. Ich bin doch so dumm. Ich habe es vorher noch gesagt, dass der wahrscheinlich Stahltyp auch ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Der hat auf alles irgendeine Antwort und ich habe keine auf ihn. Ja, Hyperstrahl. Das ist vielleicht schlecht. Swampert rein. So, ich weiß. Na, wobei, ich könnte angreifen. Ich könnte angreifen. Weil er aufladen muss. Bitte, reicht das. Scheiße. Scheiße. Ich wollte auch nicht abhauen. Ich wollte noch eine Top-Genesung einsetzen. Und die gehen uns aus. Ich glaub's nicht. Fuck. Warum hat er so viele davon? Und warum ist das... Warum ist so ein fettes fucking Scheißviech schneller als ich? Also das ist echt eine harte Nuss. Und wenn der davon noch einen hat, was tatsächlich sein könnte, dann bin ich echt am Arsch. Also ich kann es ja mal versuchen einfach. Ja, das war mir klar, es war mir klar. Aber was soll ich machen? Was soll ich gegen den machen? Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Gut, er ist dumm. Er ist richtig dumm gerade gewesen. Das kommt mir zugute, aber... Was soll's bringen? Ich meine, der wird jetzt wieder irgendwas Hartes einsetzen. Wie zum Beispiel Hyperstrahl. Und mir damit richtig zusetzen. So. Jetzt wieder zu Swampert. Alter Vater. Das ist echt ein heftiger Kampf. Und warum ist das Scheiß viel schneller, Mann? Das ist so ein fettes Ding. Und warum ziehen seine Attacken jetzt immer mehr ab? Das ist doch krank. Oh, ich will nicht abhauen. Full Restore. Ich will nicht mehr. Jetzt hör halt auf, komm. Das wird mich jetzt bestimmt töten. Ich sehe es schon kommen. Nein, tut es nicht. Ich warte jetzt darauf, bis er irgendwann mal einen Fehler macht. Ja, macht er aber sowieso nicht. Was denke ich mir eigentlich? Warum sollte der einen Fehler machen? Kadabra. Was auch immer das bringen soll.
wird sowieso platt gemacht. Vielleicht war das gerade der größte Fehler, den ich in dem Kampf hier gemacht habe. Okay, doch nicht. So, setz Erdbeben ein, bitte. Danke. Zu empört. Kann es sein, dass der nichts mehr einsetzen kann? Okay, ich weiß nicht, was das gerade war, aber es war auf jeden Fall mal gar nicht so schlecht für mich, weil er sich selbst zugesetzt hat. Ich glaube, der... Ist das Verzweifler? Ist das Verzweifler? Das könnte tatsächlich der Fall sein. Verzweifler, also das ist, wenn ein Kampf ewig lange geht und das Pokémon keinen Ausweg mehr kennt, setzt es einfach dauerhaft Verzweifler ein. Scheiße, noch zwei Pokémon. Oh, oh Gott, was ist das denn wieder? Ich habe jetzt echt Schiss, dass das irgendwas Fieses ist, was mich direkt killt. So. Eisstrahl, bitte. Fuck, das kann auch Erdbeben. Aber, hä? Warum zieht das Erdbeben jetzt hier so wenig ab? Ist sehr effektiv, aber zieht mega wenig ab. Alter, das Teil muss eine Mega-Verteidigung haben. Schüss. Reflektor, ja. Der erhöht aber auch seine Verteidigung mega. Oh Gott. Nein, er hat eine Top-Genesung. Scheiße, ich habe gedacht, wie viele hat er davon? Das würde mich echt mal interessieren, wie viele Top-Genesungen der hat. Oh, das hat gut abgezogen. Aber ich werde jetzt selber einen einsetzen müssen. Ich will nicht das Risiko eingehen, dass dann Volltreffer kommt und dann ist es wieder aus. So. Eisstrahl. Ja, okay. Kommt wieder mit Erdbeben an. Zieht aber eh nicht so viel ab, also könnte. Ja. Ja! Ist eingefroren. Ich werde jetzt mal Surfer einsetzen. Ich will einfach mal wissen, ob das vielleicht sogar mehr abzieht. Weil Step drauf ist. Und ist auch sehr effektiv. Mann, ich bin so dumm. Hätte ich mal früher ausprobieren sollen. Amaldo, Amaldo. Oh Gott, das sieht fett aus. Und alles, was fett aussieht, ist fett und haut rein. Kamerupt. Du wirst geheilt. Aerial Ace, okay, das ist nicht so schlimm. Fuck. Ich habe nur noch 4-mal Top-Genesung. Scheiße, die gehen mir tatsächlich noch aus. Schlitzer, Schlitzer. So. Aber der scheint nicht so die extremen Attacken drauf zu haben. So wie ich das bisher sehe. Surfer. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist, aber es ist sehr effektiv. Ja, 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 ja. Ja! Ja! Nach über 20 Minuten habe ich es geschafft. Ja. 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 Congratulations. Ja, das will ich auch stark hoffen. Darf ich hier wieder in die Siegeshalle eintragen und so? Ach, da ist die. Die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Und jetzt kommen hier nochmal alles zusammen, die Story. Ja, meine Güte. Ich weiß jetzt bei den meisten nicht. Okay, ich habe 138 Pokémon gesehen, 16 gefangen. I guess you're getting the hang of it. Ja, okay, der sagt uns jetzt, dass wir gerne alle Pokémon fangen können, wenn wir wollen oder so. So, ja, ja, ja. Nochmal Congratulations und die Ruhmeshalle. Und hier werden die Pokémon eingetragen, mit denen wir triumphiert haben und... Ach, es ist einfach zu gut. Ah. Da haben wir... Panzeron, X-Bart, Kamerupt, Kadabra, Roselia und Swampert. Ja, Swampert hat auf jeden Fall den besten Job geleistet hier in der Pokémon-Liga zusammen mit Kamerupt und Panzeron. Aber auch die restlichen haben uns ja schön begleitet. 47 Stunden, 37 Minuten hätten wir in Originalzeit gebraucht und...
Die Credits lassen wir jetzt hier einfach mal noch runterlaufen, weil wir können. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich gibt es noch Liga-Rematches, dann werde ich die, denke ich, noch machen. Ach ja, es war auf jeden Fall ein cooles Projekt, da werden uns nochmal alle möglichen Pokémon gezeigt, die bei uns auch im Team waren. Es hat Spaß gemacht, war, ja, vom Spaßfaktor ähnlich wie Pokémon Feuerrot. Zwischendurch gab es mal ein paar kleine Stellen, die jetzt nicht ganz so cool liefen. Gerade gegen Ende hin, so vor 10 Parts oder so. Mit dem Taucher und so, wo ich einfach nicht wusste, wo es weitergeht. Aber das gehört zu einem Blind Let's Play dazu. Habe ich dazugelernt. Und die Musik ist hier ganz schön am Ende. Wir fahren mit dem Rad hier rum. Das haben wir gar nicht so oft verwendet, außer einmal beim Fahrradweg. Ja, ja. Und uns werden immer wieder die gleichen Pokémon hier aufgeleuchtet. Nämlich die, die wir gefangen haben, wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal von aus. Producer, Spidens, Tachiri, hier sind wieder die coolen Namen. Und ich bedanke mich bei allen, die bei dem Projekt hier dabei waren. Waren ja nicht unbedingt die meisten. Aber da gab es echt ein paar Leute, die da öfter mal kommentiert haben. Raw zum Beispiel oder Pastafari oder sonst wer. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Also ich habe bestimmt jemanden vergessen, da bin ich mir sicher, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Vielen Dank und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich bei dem Projekt. Das scheint es gewesen zu sein mit dem Abspann. The End. Ja. Wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part nochmal, falls es Liga-Rematches gibt. Kann das ja mal. Okay, wir sind wieder in unserem Zimmer. Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ich werde nochmal ganz kurz saven, auch wenn das keinen Sinn macht, weil es gerade sowieso gesaved wurde. Und wir sehen uns entweder im nächsten Part oder vielleicht auch nicht mehr. Ich muss mal schauen, ob es Rematches gibt. Bis dann. Oder auch nicht bis dann und tschüss.